Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen mit dem Ballensammeln. Das werden wir natürlich in dieser Folge weiterführen, beziehungsweise ich denke auch beendigen, dass es zumindest mal vom Feld unten ist. Danach müssen wir den Kalker losschicken und dann haben wir natürlich noch mal zu düngen. Ich glaube sogar, wir müssen dann auch Feld 33 noch düngen. Aber das kriegen wir ja alles hin. Das kriegen wir alles hin. So. Schauen wir mal, dass wir hier nebendran nochmal eine Ladung hinstellen. Ah, das ist nicht gut. So. Ja. Besser wie nichts. Besser wie nichts. So, einmal schön rumfahren hier. Und dann geht es jetzt gleich weiter. Und ich denke mal, wenn wir den dritten Anhänger runtergeholt haben vom Feld, dann können wir den Kalker losschicken. Ich denke, das wäre eigentlich so ein guter Step zum Wechseln. Haben wir hier schon einiges weggeholt von der Karte bzw. vom Feld. Einiges am Ballen wieder weg. Dann können wir, glaube ich, ganz entspannt den Kollegen fahren lassen. Und dann müssen wir nur noch düngen und dann sind wir hier auf dem Grasfeld fertig. Das Einzige, was wir dann eben noch machen müssen, ist im Feld 78 die Gerste. Ja, das können wir nur im Oktober machen. Aber da bin ich auch überzeugt davon, dass wir das auch noch hinkriegen. Im Oktober haben jetzt ja 12:30. Das sind sie jetzt auch schon gut fortgeschritten, was das Mulchen angeht. Deswegen bin ich da sehr, sehr guter Dinge, dass das dann passt. Okay. Deswegen fahren wir hier erstmal weiter. Und ich glaube, den kann er jetzt nicht aufladen, weil er schräg steht. So ist es. So, aber wie ihr sehen könnt, sind wir auch schon sehr weit oben wieder am Feld. Und das gefällt mir sehr. Wir müssen eben gucken, dass wir Silage produzieren. Ne? Wir brauchen Silage, Silage, Silage. Ah, wieder zu schnell eingelenkt. Ach, zu schnell und zu schnell. Also zu schnell gefahren und zu schnell eingelenkt. Ergibt einknicken. So, wisst ihr natürlich da auch jetzt Bescheid. Das heißt, wir fahren es wieder runter. Und es regnet. Das kommt natürlich unseren Produktionen, die es eingeschaltet haben. Also, dass wir Zuckerfabrik weiß ich, dass das funktioniert und unsere Obstplantagen. Da füllt es ja automatisch jetzt den Wasserstand auf. Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Wenn man sich das auch mal so überlegt. So, wir laufen einfach mal ganz schnell zu dem Kollegen. Der hat den Kurs auf jeden Fall schon mal geladen. Und der Startpunkt ist auch hier unten. Also alles gut. Reinfahren, dann kann er los. Aber warum renne ich denn eigentlich nicht? Ah, egal. Egal. Dann müssen wir mal gucken, wo wir denn hier genau waren. Ich glaube, wir waren dann irgendwo
Hier müssen wir gewesen sein, ja. Ja, hier waren wir. Da drüben sehen wir den Kalker. Sehr schön. Und sobald wir hier die Ballen vom Feld geholt haben, können wir mit dem anderen Traktor zur 33 fahren und dort auch noch ein bisschen düngen. Wir müssen einmal gucken, dass wir das irgendwie effizienter gestalten können, weil so wie wir es jetzt aktuell machen, ist es ja echt ein Kampf. Okay. Aber nichtsdestotrotz geht es hier erstmal weiter auf und nieder immer wieder. So. Sehr schön. Genau. Und so wie sehr hat es noch nicht angefangen, glaube ich. Mit Kalken. Ist auch nicht so schlimm, finde ich. Wenn er mal so ein bisschen länger braucht zum den Kalk aufs Feld dann bringen. Oh, das war jetzt schon ein bisschen knapp. Da sind wir schon ein klein wenig geschwankt. Aber wir machen das schon. Müssen wir halt immer gucken, dass wir das sehr schnell jetzt runterbekommen. Zumindest mal so weit, dass es bei der BGA an Ort steht. Ne? Weil dann gären, die Ballen gären ja jetzt. Also jede Minute, die wir hier verstreichen, gären eben unsere Ballen wegen ein bisschen weiter. So, und der zieht hier schon die erste Bahn. Sehr schön, deswegen müssen wir jetzt auch schauen, dass wir schnellstens hier runterkommen, eben vom Feld. Mit allen möglichen Ballen, die wir da haben. So. Der erste komplett volle Stack Ballen. Also sind es schon vier. Ah, fast vier. Wir müssen halt auch das sehen, was jetzt noch so da war. Aber ich denke mal, hier geht's weiter. Ja, das sieht doch gut aus. Zack, zack. Wir sind ein klein bisschen breiter wie Erben im Sammeln. Wir haben hier 10 Meter Bahnen. Und das heißt im Endeffekt auch, dass wir eben 20 Meter da machen, weil wir nehmen ja mit einer Fahrt zwei Bahnen gleichzeitig auf. Der Anhänger wird natürlich nicht so schön geladen sein, weil es die Ballen wieder ein wenig verschoben hat, aber egal. Der fällt jetzt so langsam, glaube ich, runter. Oder er hat sich jetzt so eingehängt. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall gucke ich, dass ich schnellstens hier durchkomme. Deswegen mache ich jetzt gerade aktuell nichts anderes, wie hier stupide hoch und runter fahren, um das ganze Zeug eben wegzukriegen. Nachher die Ballen runterbringen an den Hof, das ist gar kein Thema. Das können wir mal machen, sobald wir Zeit haben. Da haben erstmal andere Sachen Priorität. Dass wir hier auch gescheit noch bremsen können. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon so gut wie voll. So ist es. Passt zwar nicht ganz, aber egal. Na, da wollen wir jetzt mal nicht so päpstlicher sein wie der Papst.
Heißt doch immer so schön. Es bleibt dabei, dass wir aktuell nur einen einzigen kompletten Stack haben. Es ist nicht gut, dass der umgefallen ist, aber kann es nicht ändern. Und das heißt, wieder schnellstens hochfahren, die nächsten Ballen laden. Aber ja, so ist das nun mal. So, und nehmen wir den noch mit. Passt. Ja, da habe ich dann angefangen, so ein klein wenig schlecht zu fahren, sage ich mal, mit dem Wender. Nicht mit dem Wender, mit dem Wickler. Aber einer nach dem anderen wird aufgeladen. So, da drüben sehen wir natürlich auch unser anderes Feld. Das ist halt schon riesig. Das ist echt 78. Das ist einfach ein Riesenfeld. Und derjenige, wo das hat, weiß, wovon ich spreche. Na, könnte das jetzt der nächste komplette Stack werden? Es sieht nicht schlecht aus, wie die Ballen geladen werden. Also so nach 3,5 Reihen sieht es echt nicht schlecht aus. Ne? Das ist echt ein bisschen erstaunlich gerade. Der ist so ein bisschen schräg. Aber er geht drauf. Jetzt ist vorne natürlich einer, wo jetzt fehlt. Aber wir wissen ja, die oberste Reihe lädt komisch. So, jetzt war ich wirklich nicht allzu schnell und zack, dreht es mich schon wieder rein. Ne? Das ist... Ah, ärgerlich. So. Schauen wir mal, wie viele Ballen da insgesamt ist noch drauf gehen. Also Platz habe ich jetzt noch für 3, für 2. Und natürlich nimmt das jetzt nicht mehr auf, ne? Als hätte er es gehört und so gedacht, ha, dem zeige ich es jetzt. Aber egal. Wir werden auf jeden Fall auch immer wieder Arbeiten erledigt. Eigentlich ist mir das jetzt relativ wumpe. Ich muss da das irgendwie draufwerfen. Oder hinwerfen, besser gesagt. Ja, das passt schon. Steht zwar leicht schräg, aber shit happens. Das ist dann nun mal so. So, da kommt er schon wieder angefahren, unser Abfahrer. Wir waren hier ziemlich weit hinten. Ja, ich vergesse das immer, wo ich dann da schon war. Ja, guck, hier waren wir. So, wieder gut runtergebremst. Sehr schön. So, ich könnte jetzt eigentlich sagen, wir können es uns, glaube ich, leisten, jetzt mal kurz was anderes zu machen, aber ich kenne mich, weil dann würde ich sagen, okay, dann können wir noch das machen und das machen und das machen. Und schwuppdiwupp ist der Kalkstreuer hier oben angekommen und klopft schon an und sagt, würdest du mir mal bitte die Ballen aus dem Weg stellen? Nein, das brauche ich jetzt nicht. Schade. Das wird auch kein
komplett das Deck werden. Schade, schade. Aber ich denke mal, noch einmal runterfahren, abladen, nochmal hochfahren. Und dann haben wir schon mal einige Ballen geladen. Dann können wir unten noch weiterhin vollladen. Dann haben wir schon die erste Fuhre soweit. Dass wir dann Richtung Hof wieder fahren können. Und dort werden sie halt wieder hingestellt und müssen dann, das ist glaube ich knapp 2 Monate, reifen, gären oder nennt es wie ihr es wollt. Aber gut. So ist das normal. Zack und. Ich hatte im Gefühl, dass er jetzt ausbricht, deswegen habe ich da schon ein bisschen früher gegengelenkt. Es ist eigentlich jetzt egal, wo ich nachher anfange. Das ist ja eigentlich dann jetzt nachher egal. So. Ja, bei dem hier brauche ich eben nicht den Curseplay-Anzeige unten. Ja, und wir natürlich wieder gerade bei der beim Hof stellen wir dann so viel Ballen wieder hin, ne? Das ist in echt. Wahnsinn, 6 sind wir doch jetzt, oder? Oder 7 schon? 6 oder 7 Ladungen. Wobei ich sagen muss, also der Kalker kommt eigentlich gut voran. Jetzt mal kurz rüber gucken, hat 10% rausgehauen. Also ich bin guter Dinge, dass der die Füllung reicht. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr allzu viel Kalk draufwerfen, weil es ja noch nie so lange her ist, dass wir gekalkt haben. Aber da müssen wir halt auch immer wieder danach gucken, dass wir kalken. Die Felder danken es uns. So. Hier haben wir jetzt wieder 3 Bahnen sozusagen. Wobei eine relativ weg ist. So, jetzt wird jetzt hier geladen. Und dann fahren wir jetzt hier hinten den Bogen. So, nehmen den letzten Ballen mit. Alles gut. Dann kann unser Kollege ja hier weitermachen. Es sind schon eine Menge Ballen, muss man ganz ehrlich sagen. Und es werden wahrscheinlich, ich schätze mal, 6 volle Anhänger und dann nochmal, ja, vielleicht die Hälfte. Aber wir haben schon einige Ballen verloren, dort ist, dass wir sie nicht komplett füllen konnten. Aber diese Menge an Ballen hier ist halt schon enorm, sage ich jetzt mal. Da könnt ihr sehen, wie hier als Ei passt. So, und dann fahren wir hier hin. Gucken wir, dass wir relativ nah dran sind, dass wir viele Ballen auf einmal kriegen. Gut, da waren wir jetzt eigentlich fast zu nah dran. Aber egal, laden wir hier erstmal Ballen. Okay, es geht schon relativ weit rein. Okay.
Okay. Dann weiß ich hier schon mal Bescheid, wie der das macht. So. Drehen wir einmal kurz um. Sehr schön. Müssen wir gucken, dass wir eben die anderen Ballen auch noch kriegen, also die, wo liegen geblieben sind. Dass wir die eben auch noch gut kriegen. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.